Ich habe die Möglichkeit, in diesem Booster-Display die teuerste Karte zu ziehen, die ich jemals in einem Opening gezogen hätte. Das ist eine 200-Euro Pikachu Altart-Karte. Und natürlich geht es hier nicht ums Geld, aber es wäre trotzdem krass, wenn wir diese 200-Euro-Karte ziehen würden. Pikachu Altart aus Super Electric Breaker, dem japanischen Set, was jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. Wir switchen doch hier direkt mal die Szene. Ihr seht mal wieder Code Press Breaker, denn ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr wollt, euch das Ganze bei Poke Corner zu holen. Ja, warte, das müsste der richtige sein, genau. Ah, ist gar nicht der richtige. Aber ja, mit dem Press Breaker bei Poke Corner. Das Ding ist, gerade sind die... Ich muss irgendwie wieder aufbekommen. Warte, ich brauche kurz was Spitzes hier. Gerade sind die Displays, weil die eben so beliebt sind, weil das schon ein cooles Set ist, wieder ausverkauft bei Card Corner. Damals Poke Corner. Ich hab's ja noch ein bisschen drin, ab und zu Poke Corner zu sagen. Bei Card Corner. Und das Ding ist, dass aber, ich glaube schon am 25., also in 2 Tagen hier, das Set wieder erhältlich ist auf Card Corner. Das heißt, wenn ihr euch das bestellen wollt, dann gönnt euch das gerne, denn mit dem Code PressBreaker bekommt ihr einfach zu dem Display einen Booster dazu. Das heißt, ihr habt zusätzlich die Chance, neben einer Secret Rare pro Display, die man ja immer hat, mit ganz viel Glück noch eine extra Secret Rare zu bekommen. Und das halt pro Display, was ihr bestellt. Also zum Beispiel, ein guter Kumpel von mir hat letztens auch reingegangen in das Set und hat halt 4 Displays bestellt und bekommt dadurch 4 Booster extra mit dem Code. Also, lohnt sich auf jeden Fall. So, wir müssen es einfach mal so rummachen. Ich habe auf jeden Fall Bock, hier nicht natürlich hier nur die krasseste Karte zu ziehen, sondern vor allem auch ein paar Art Rares für meinen Binder. Das ist eigentlich immer das Ziel. Und in dem japanischen Set sind immer so 3 bis 4 Art Rares garantiert. So, Werbung ist aber jetzt erstmal hier wieder vorbei. Shoutouts gehen raus, wie gesagt, trotzdem an Card Corner. Generell, dass sie uns hier unterstützen immer mit den Openings. Wir werden zu Stürmische Funken. Das ist ja das englische / deutsche Set. Oh, des Tobuts! Benny! Benny, du bist doch perfekt gerade da. Hier ist dieses Tobuts. Was geht? Da ist er. Ah, das von Die Queen ist auch ein gutes Opening. Das wär, guter Track. Vielleicht machen wir ihn auch gleich an. Ich habe eine Überraschung für dich, Benny, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Was? Wir ziehen im allerersten Booster die Full Art. Das ist ja ein bisschen crazy. Das Ding ist, es gibt immer eine Secret Rare pro Display. Ich habe aber Dario schon öfter mal gesehen, wie er mehr als eine Secret Rare pro Display gezogen hat. Das heißt, also ich finde die Full Art cool. Die sieht nice aus. Ich habe, irgendwie war das ein bisschen anticlimactic, dass wir direkt im ersten Booster schon eine Full Art ziehen. Nehme ich trotzdem auf jeden Fall mit. Die Ameise, so ist es. Und jetzt sind die Hoffnungen für mich umso größer, dass wir einfach noch eine zweite Secret Rare ziehen. Weil es ist halt möglich, ne? Wie gesagt, es ist möglich. Warte, ich werde sie mir mal ganz kurz mit euch anschauen. Diese Vermicula Full Art Karte. Aber wild, dass wir sie im ersten Booster ziehen. Ich wusste nicht mal, dass die Vermicula hier im Set ist. Aber gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so haben. Vor allem habe ich Bock, wie gesagt, auf die Art Rares, weil hier gibt es einige schicke Art Rares. Ich kenne nicht mal jede Art Rare aus dem Set. Das ist halt generell das Coole, wenn ich die japanischen Sets öffne. Da kommt ja jeden Monat ein neues raus. Und die Karten von den japanischen Sets kommen dann im deutschen Englischen raus nochmal. Was wir natürlich ja auch öffnen. Aber ich finde die japanischen Karten, die haben auch einfach meistens sehr gute Qualität. Und sehen einfach schick aus. Direkt hinterher noch ein Alola Dictree. Die erste Art Rare. Heute geht's ja richtig ab. Also, ich bin auf jeden Fall happy, ne? Das ist schon mal ein guter Start ins Opening. Direkt aus 3 Boostern 2 Hits. Und da haben wir eine Alola Dictree Karte. Normalerweise mag ich Alola Dictree nicht so. Aber die Karte ist schon nice. Die Karte ist schon sehr, sehr schick gemalt. Von Yukihiro Tada. Das ganze Glück fürs Display schon aufgebraucht. So ist es. Nee, muss gar nicht sein. Wie gesagt, wir gucken einfach mal, was passiert. Vor allem viele schöne neue Karten zu sehen. Allein dieses Ramot, das sieht ja voll krass aus. Schau ich das mal an. Das ist ja wild. Und dann kommt da dieses Vermiebs hinterher. Wer ist der denn? Und wer ist er denn? Das ist ja nicht mal eine Holo-Karte. Die ist ja richtig cool. Also, schon mal schicke Artworks in dem neuen Set.
Und dann, wie gesagt, in 3 Wochen kommt schon Stürmische Funken raus. Da wird die Pikachu-Altart ebenfalls drin sein. Die werden wir da natürlich auch handeln und alles Mögliche. Ich glaube, das Set wird krass. Und dann generell, also die Sets, die in nächster Zeit kommen, die werden heftig. Gastrodon Holo, sieht schick aus. Missing Name, jetzt wird es hier auch nochmal im Stream angezeigt. Danke dir nochmal für deinen Prime-Sub. Willkommen, meine Voluminasen. Und danke dir für deinen Support. Sehr, sehr appreciated. Danke, danke, danke. Die Karte hat ja so einen Spezialrücken. Dürfte man die im TCG nicht spielen, weil man damit ahnen könnte, was sich darunter befindet? Warte, was meinst du genau? Welche Karte hat denn einen speziellen Rücken? Ach, du meinst die... Upsa. Die japanischen Karten haben generell einen anderen Rücken als die deutschen Karten oder englischen. Das ist einfach der... Also der Rücken ist sozusagen im Japanischen anders. Du musst eh mit Sleeves spielen. Also auf offiziellen Pokémon-Turnieren spielst du eh mit Sleeves. Und... Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... verpflichtend ist, aber man spielt auf jeden Fall mit Sleeves. Ich habe jetzt noch niemanden ohne Sleeves gesehen. Und das Ding ist, dass du eh als Deutscher zum Beispiel nicht mit japanischen Karten spielen dürftest. Also, ja, das ist einfach nicht erlaubt, zumindest auf Regionals. Ich weiß nicht, wie es auf den World zum Beispiel ist. Ob das da erlaubt ist oder nicht. Wenn ich jetzt ein Display hole, bringt mich meine Freundin um, da hoffe ich, dass es so schnell wie möglich ankommt. Ich sag, das Gute ist, die japanischen Displays sind halt nicht so teuer. Also ich glaube, das Display ist jetzt 50 Euro gerade bei Card Corner. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Vielleicht 52 oder so. Und du hast halt eine Secret Rare garantiert und wie gesagt 3 bis 4 Art Rares garantiert. Was halt an sich ganz cool ist, weil gerade die Art Rares sind das eigentlich, wofür ich immer gehe. Also die Secret Rares sind cool, das sind auch meistens die teuersten Karten im Set. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber für mich ist alleine für meinen Binder sind die Art Rares das Wichtigste, weil ich sammle die eben. Das ist so meine Sammlung, die ich habe. Und als nächstes haben wir eine Ace-Spec-Karte, die ja vor allem im TCG natürlich einen spielerischen Effekt hat, keinen so krassen sammlerischen Effekt. Also ist halt eine Trainerkarte, so die sieht jetzt nicht super schick aus. Aber, wobei ich finde, ich muss sagen, ich mag es, das Design der Ace-Spec-Karten, aber es sind halt nur Gegenstände so. Also ich finde, die sehen, wenn, da jetzt nicht, wenn man sich den Gegenstand wegdenkt, so das ganze Design, der Rand und so weiter und so fort, das sieht super schick aus, aber es ist halt einfach ein Knopf so. Also, das ist einfach ein Knopf. Es gibt coole Artworks auch auf Ace-Spec-Karten, es gibt zum Beispiel den Baum, den feiere ich, aber dann ist da halt so ein, ja, Knopf. Aber das, die müssen ja, wie gesagt, auch nicht super schick aussehen, sondern das sind, wie gesagt, Trainerkarten, die meistens einfach sehr spielstark sind. Die darf man auch nur einmal pro Deck spielen. Nicht jede Ace-Spec-Karte ist krass, aber viele. Und wir ziehen direkt hinterher eine Art Rare, die ich auch auf jeden Fall ziehen wollte. Und zwar diese Vivillore Art Rare. Sind das so oben Printlines? Nee, sah nur kurz so aus. Sehr schicke Karte. Sehr, sehr nice. Auch wieder so ein bisschen Real-Life-mäßig, auch wenn es gar nicht Real-Life-mäßig ist. Also nicht so dieses Knet-Ding von Yuka Mori zum Beispiel, sondern ja, ist tatsächlich einfach ein sehr stark gerendertes Bild. Feier ich. Feier ich sehr. Ist verpflichtend, da man sich ja kleine Macken in die Karten reinmachen könnte. Ah, okay, okay. Und somit weiß, welche Karte als nächstes zieht oder ein Preiskarten ist. Genau, das Ding ist nämlich, genau, zum Beispiel mit den Hüllen, das wusste ich, dass du halt aufpassen musst, dass du keine Macken in den Hüllen hast. Aber ja gut, dann ergibt das ja auch Sinn, dass du ja nur keine Macken in den Hüllen haben darfst, weil man sich die dadurch halt kennzeichnen könnte. Das ist natürlich, dass du generell an sich mit Hüllen spielen musst. Weil die Macken bei den Karten kommen ja auch automatisch, wenn du damit spielst. Weil, ne, das ganze Mischen und so weiter und so fort, ich kann es ja mal, ne, wenn du jetzt hier... Hier ist eh nichts drin. Aber wenn ich jetzt halt die ganzen Karten halt so mische und so weiter und da die ganze Zeit irgendwie gegenkomme, dann kommen da halt irgendwann kleine Marks rein. So. Die packen wir mal kurz weg. Ich wollte mir mal das Victini anschauen, weil das sieht doch cool aus, oder? Das ist doch ein schickes Artwork. Nice, nice. Ja, bisher. Cooles Opening. Ich mag das neue Set. Ich mag generell auch das Artwork von dem Stella Pikachu. Das sieht schon cool aus. Feier ich. Da haben wir wieder Kokel am Start. Bisschen out of focus. Gehen wir ein bisschen tiefer. Haben wir ein sehr wildes Sejong. Eisenbündel und ein Affiti. Vielleicht muss ich gleich mal mit der Kamera ein bisschen höher gehen, damit das ein bisschen mehr im Fokus ist.
weil wir ein bisschen out of focus sind, wenn ich zu hoch halte. Machen wir mal kurz so. Dann ist es ein bisschen entspannter. Und dann gehen wir rein ins nächste Booster. Zwei Archer schon gezogen. Bis zu zwei können wir, glaube ich, noch ziehen. Und die allererste Ex. Stimmt, wir haben noch keine einzige Ex gezogen, bis auf die Full Art, ne? Jalapeno EX. Also man muss echt sagen, im Japanischen ist das Glitzer halt richtig crazy. Von den Karten. Aber auch sehr, sehr stark. Vielleicht gehen wir gleich doch noch ein bisschen näher wieder ran. An das Ganze. Aber, ja, bisher, wie gesagt, Hits über Hits. Ich kann mich nicht beklagen. Man hat immer irgendwas zu sehen. Und das ist immer schön. So. Ab ins nächste Booster. Von Super Electric Baker. Super Electric Baker ist schon richtig, ne? Weil manchmal die japanischen Namen, die sind ja auch einfach frei übersetzt quasi, weil Japanischen heißen natürlich auch anders. Ja, sind manchmal ein bisschen verwirrend, weil die dann immer so drei Wörter haben und dann verwechselt man da gerne mal was. Aber ich glaube, das ist schon der richtige Name. Muss ich sonst einfach nur Press Breaker als Code merken, ne? Bei Card Corder. Oh, der ist cool. Der sieht richtig schick aus, die Karte. Von Chibi heißt der Illustrator. Ein Glimmit. Pamomamo. Und ich glaube, das ist. Also, schaut euch bitte an, wie cool diese Karte ist. Die ist doch richtig nice, diese Famibs-Karte. Ich bin großer Fan. Ich bin sehr, sehr großer Fan. Weiter geht's. Ich habe keinen Booster fallen lassen, Leute. Alles gut. Würden mir nie passieren. Niemals. Oh, ich habe die so blöd aufgemacht, dass ich die anders aufmachen muss. Danach noch VGC. Danach reden wir auf jeden Fall noch über die Grand Challenge und so weiter und so fort, denn wir haben schon Rank gespielt. Yo, wer ist er denn? Was ist das denn für eine coole Karte? Rotom hier am Start. Holo Endynalos, aber wer ist er denn? Generell die beiden hier. Das ist doch ein cooles Duo. Also die Artworks. Ich muss sagen, Paradise Dice Dragona. Da hatten wir richtig viel Glück mit dem Opening. Ich fand einige Artworks auch stark, aber da gab es auch ein paar schwächere Artworks. Aber Super Electric Breaker holt mich gerade richtig ab von den Karten her. Also die Knabon-Karte. Also wenn das irgendwie so eine Art Rare wäre oder so, das wäre halt perfekt für einen Binder. So ist halt leider in Anführungszeichen nur eine Common. Aber trotzdem eine coole Karte. Ein Fluttermane und ein Paldea Taurus, was auch by the way sehr cool aus. Sieht Leula, danke für 48 Monate. Einfach 4 Jahre schon am Start. Danke für den Support seit 4 Jahren hier auf diesem Kanal. Ich wünsche natürlich weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Und danke, dass du seit 48 Monaten, also seit 4 Jahren, diesen Kanal hier supportest. Was ist dies? Alola Dicta? Der sieht irgendwie so verwaschen aus. So ein komplett anderer Artstyle als mein anderen Pokémon. Psyau, ein Kaporiki, haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ein Holo und ein Koraidon. Kaporiki einfach am Start. Die ganzen Kapus sind ja nicht in Kamosin Purpur verfügbar. Ich frage mich, ob die in den nächsten Spielen wieder dabei sein werden oder eben nicht. Mal schauen. Jubiläum. Das ist halt wirklich so. Wie gesagt, danke dir für den Support. Shinji Kanda. Der hat einige nice Karten gemacht. Der hat sehr, sehr viele coole Karten. Und hier dieses wilde Kecleon. Gerade ein bisschen verwaschen. Ich hoffe, das ist okay. Terra Stellar Pikachu EX. Und dieses coole Azugladis, by the way. Das sieht auch sehr nice aus. Ja, das gefällt mir doch. Sehr, sehr coole Karten hier. Die wir auf jeden Fall mitnehmen. Dieses Terra Stellar Pikachu sieht sehr cool aus. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, die Karte kann auch was im Kompetitiven. Ich glaube, das ist irgendwie die Fähigkeit ist so, dass wenn du bei vollen KP bist und dann besiegt werden würdest, dann überlebst du die Attacke irgendwie mit 10 KP und du hast halt einen Angriff mit 300 Schaden. Wenn ich das richtig verstehe. Dafür verlierst du aber alle Energien. So, ich glaube, so als Attacker ist das schon nicht schlecht. Ob das jetzt super krass sein wird, mal schauen. Eigentlich weird, dass Kapus nicht in Kapu sind. Halt wirklich. Die Kapus in Kamosin und Purpur. Wo sind sie denn nur?
Kommen die irgendwann nochmal rein? Ich glaube nicht. Wir haben Chillingel, der Schlingel, und Vermicula Jex, passend zur Vermicula Jex Full Art. Das ist doch sehr, sehr stark. Nehmen wir doch auch mal direkt nochmal mit. Und dann gehen wir ins nächste Booster. Auch das Magnezone ist so eine coole Karte, ne? Ist einfach ein schickes Artwork. Ich glaube, das wäre auch eine richtig schicke Art Rare. Weil das denke ich mir halt immer so. Art Rares finde ich sehr cool, dass sie das gemacht haben. Weil Pokémon-Karten an sich einfach schön sind. So. Also, das ist ja Kunst auf einer kleinen Karte. Und das ist halt das Ding, wieso man das halt vielleicht auch nicht immer so wertschätzen kann, weil da ja auch viel Text draufsteht. So, und ja gut, es gibt solche Karten, die sind ein bisschen hässlich aus, aber auch nur, weil das Pokémon sehr hässlich aussieht. Dann hast du halt solche schicke Karten. Und wenn das jetzt halt so komplett eine Full Art wäre oder eine Art Rare eben, dann kann man die halt viel mehr, ja, zu schätzen wissen. Warum sind immer nur 5 Karten im Booster? Das ist halt bei den japanischen Displays so, weil du hast in japanischen Displays 30 Booster a 5 Karten. Weil die japanischen Sets kommen jeden Monat einmal raus und es sind kleinere Sets als bei den englischen und deutschen. Wobei es immer noch recht groß ist. Hier sind 106 Karten plus Secret Rares drin. Aber Deutsch-Englisch sind dann ja irgendwie meistens über 200 Karten oder so 180 meistens mindestens. Und meistens sind diese Sets eben aus 2, maximal sogar 3 Displays. Oh, die nächste Art Rare gezogen. Dieses wilde Barsch war hier. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Nehmen wir natürlich auch mit. Da ist die nächste Art Rare perfekt für den Binder. Das will ich doch sehen. Alles, was in den Binder reinkommen kann, ist perfekt. Ja, und das Ding ist halt, dass die japanischen Displays, also 2, maximal 3 Sets, immer dann in deutschen, englischen geprintet werden. Also sie werden dann so zusammengepackt. Und da hast du dann ja 36 Booster A10 Karten, beziehungsweise 11 mit Energie. Und ja, deswegen, weil die Japanische einfach ein bisschen kleiner sind, machen die halt in den Sets meistens eben 5 Karten. Dafür hast du halt immer in einem Display mindestens eine Secret Rare. Du kannst, wenn du Glück hast, sogar 2 Secret Rares haben. Da gibt es immer eine feste Anzahl an die X-Karten. Hier haben wir jetzt eine Terra Stellar Colossant-Karte, auch sehr cool. Die Stellar-Karten sehen schon echt schick aus, muss ich sagen. Also die haben immer einen guten Glitzer-Effekt, gerade im Japanischen. Gefällt mir auf jeden Fall. Und neben der Secret Rare dann eben auch immer safer Art Rares. 3 bis 4. Und neben den X-Karten eben. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, meistens sind ja irgendwie 2 japanisch gleich ein europäisches Set, genau. Und dann gibt es halt noch die Special Sets in Japan, die kommen 1 bis 2 Mal im Jahr. Zum Beispiel kommt jetzt im Dezember ein Special Set, was auch Evolutions beinhalten wird. Sehr coole Rasaf-Karte. Und dieses Special Set hat dann 10 Karten. Und da sind meistens auch Reprints von ein paar spielstarken Karten drin. Das ist auch meistens der Gedanke davon. Das sind dann die High-Class-Sets, wo dann sehr krasse Secret Rares drin sind, aber halt auch so viele spielstarke Karten eben. Da wäre es eher denn richtig süße Karte. Nein. Nein. Es ist nicht wirklich passiert. Es ist nicht wirklich passiert. Chat, ich habe gesagt, es kann passieren, dass man in einem Display 2 Secret Rares zieht. Und normalerweise ist mit Vermicula der Secret Rare Slot weg. Das ist eine Secret Rare. Und die zieht man nur einmal pro Display. Und wir haben gerade eine zweite gezogen. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe gesagt, das ist da schon öfter passiert. Und deswegen hatte ich die Hoffnung, dass sowas passiert. Aber als ob wir dann auch noch Altart Milotic ziehen. Das ist, ich glaube, Top 3 Karte in diesem Set. Oder Top 5 auf jeden Fall. Als ob. Das kann nicht sein. Wie schön ist diese Karte, bitte? Nein. Ich bin bei TCG Openings normalerweise, ich raste ja nicht groß aus oder so. Ich freue mich einfach über schicke Karten. Also ich bin niemand so, oh, let's go. Aber das hat mich gerade wirklich selber ein bisschen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe die Hoffnung gehabt, deswegen habe ich es auch gesagt am Anfang. Aber die Hoffnung, auch wenn sie ja immer zuletzt stirbt, stirbt irgendwann bei einem TCG Opening bei mir. Die Karte aktuell auf Card Market so 60 Euro.
Habe ich nicht vor zu verkaufen, by the way. Aber ich glaube, es ist wirklich die drittwertvollste Karte in dem Set. Ne, die viertwertvollste. Die viertwertvollste. Gibt noch die Jasmina-Karte. Als ob. Wir haben die einfach gezogen. Warte, Fokus hier. Schaut euch diese schicke Karte an. Wir haben so viel Glück. Wie kann man nur so viel Glück haben in diesem Opening? Crazy, crazy, crazy. Ja, die sieht sehr gut aus. Auch von hinten. Ich sehe da jetzt nichts. Ist ein bisschen was auf der Folie, aber dafür kann die Karte nichts. Aber die Karte sieht sehr clean aus. Sehr, sehr schick. Da komme ich zur genau richtigen Zeit. Ey, was geht, Savi? Das Ding ist, wir haben halt schon die Secret Rare eigentlich draußen gehabt. Und wir haben einfach eine zweite Secret Rare in einem japanischen Display gezogen. Das habe ich noch nie gehabt. Crazy, ey. Wie viel Glück kann man haben? Die wird direkt in einen Top-Loader reingepackt. Sieht schon richtig cool aus. Wäre was für meinen National Dex Binder. Ja, die ist richtig nice. Was eine Karte. Ja. Schick, schick, schick. Ich bin sehr happy. Und wir haben sogar noch Booster. Wir können noch was Cooles ziehen. Ne? 4 Booster. Auf geht's, ab geht's. Welches Secret Rare hast du noch gezogen? Wir haben Famicula Full Art gezogen. Und ich dachte so, ja, okay, ist ganz cool. Aber das war direkt im ersten Booster. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Ich hoffe jetzt auch auf eine Secret Rare. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt halt die Secret Rare raus ist, ist halt jetzt einfach gegeben. Aber manchmal, ganz selten, hast du eben das Glück auf eine zweite Secret Rare. Ey, so viel Glück zu haben. Back-to-back Altarts aus den japanischen Displays. Das hatte ich. Also ich habe ja bisher keine Altarts gezogen aus den japanischen Displays, die ich geöffnet habe. Und dass ich jetzt back-to-back welche ziehe, und das ist nochmal mehr lucky gewesen als das, was in dem Paradise Dragona Opening war. Und das war schon lucky. Mit dem Alola Kokowai. Aber hier haben wir jetzt wirklich Glück gehabt. Aber so richtig. Nett, nimmt man mit, auf jeden Fall. Oder bei mir, wenn ich was mit 90% Accuracy misse. So, und das letzte Booster müsste das jetzt hier sein. Wir ziehen nichts mehr. Es ist voll okay, ey, ich bin so happy. Das war so ein krasses Opening jetzt zum Ende nochmal. Ich meine, von Anfang an, wir hatten Hits über Hits. So, auch wenn man natürlich so Hits garantiert hat, das war echt sehr, sehr stark. Ich bin zufrieden. Nice, 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 nice. Sehr, sehr cool.